Ja, Tag vorbei, alles rohköstlich, alles perfekt und ja, wunderbar. Gluteninfo des Tages, wenn du einmal mit der scheiß Unverträglichkeit hast angefangen, dann ja, wirst du dich so schnell nicht los. Das heißt, wenn du fruktoseintolerant bist, wirst du wahrscheinlich auch glutenintolerant. Wenn du glutenintolerant wirst, wirst du laktoseintolerant. Wenn du laktoseintolerant wirst, wirst du was auch immer tolerant. Das heißt, intolerant. Das heißt, wenn du einmal angefangen hast mit der ganzen Scheiße, irgendwie intolerant zu sein gegen irgendwas, dann ist das so eine Neverending Story, so ein Running Gag, aus dem du irgendwie nicht mehr rauskommst, außer natürlich, du fängst an, dich ordentlich zu ernähren und ja, aus meiner Sicht würde ich sagen, low cost for the win. So, heute früh gab es einen kleinen Smoothie, hab's vergessen aufzunehmen. In dem Smoothie waren halt drin Buchweizen und Hanfsamen und ansonsten ein paar Pulver, Moringa, Gerstengras und Weizengras, Algen, Kelbalgen und Chlorella-Algen, dazu Bananen und gefrorenen Spinat, Grünkohl und Äpfel. Und da waren noch ein paar rote Beeteblätter dabei und das war's. War relativ wenig, so einen halben Smoothie habe ich heute mal voll gemacht, aber jo, muss auch mal sein. So, jetzt gibt es zum Mittag einen bunten Reissalat. Ja, Tomate, Gurke, Wildreis und Zwiebeln. Dazu Essig und Öl, Salz und Pfeffer und ja, wunderbare Sache. So, zum Abend lasse ich es nochmal krachen. Ich habe ungefähr 2 Kilo Weintrauben. Mal sehen, ob es alle werden. Auf jeden Fall esse ich jetzt Weintrauben zum Abend.